Wow! Hey Bert, lass uns rausgehen und beispielen. Was meinst du, Bert? Oh, bitte jetzt nicht, Arnie. Ich lese gerade ein tolles Buch. Es heißt Alles über Luft. Alles über Luft? Ja, hör dir das bitte mal an. Luft ist überall um uns herum. Aber wir können sie nicht sehen. Hey, wow! Ist das nicht verblüffend, Arnie? Ja, verblüffend, Bert. Können wir jetzt rausgehen nein, und beispielen? Nein. Ich möchte noch mehr über Luft lesen. Hör mal zu. Also pass auf. Eine Möglichkeit zu sehen, dass uns Luft umgibt, ist, wenn sich Dinge bewegen. Steht hier. Toll, was, Arnie? Oh, das bedeutet, Luft kann Dinge bewegen. Stimmt's, Bert? Was? Ob sie Dinge bewegen kann? Aber ja, also die Luft bewegt solche Dinge wie Segelboote und Drachen und Windrädchen. Entschuldige bitte, Bert. Ich möchte mal diesen Ventilator auf den Tisch stellen. Wendy, wieso? Mir ist nicht heiß. Nein, Bert. Du hast doch eben gesagt, dass Luft Dinge bewegen kann. Jetzt möchte ich ein kleines Experiment machen, ob das wahr ist. Ein Experiment? Arnie, das ist einfach fantastisch. Also die Sache mit der Luft interessiert dich anscheinend, was? Klar, Bert. Wow, ich toll. Finde das sehr, sehr interessant, Bert. Oh, also mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Ventilator hier einschalte. Und los. Ups. So. Bin gespannt. Oh, sieh dir das an. Oh, sieh doch nur, Bert. Die Seiten von deinem Buch bewegen sich durch den Wind, den dieser Ventilator macht. Ja, du hast recht, Arnie. Wollen mal sehen, was passiert, wenn ich eine Stufe höher schalte. Warte mal, Arnie. Warte, Arnie. Nicht. Mach das nicht, Arnie. Nein. Arnie! Oh, wirklich verblüffend, Bert. Die Luft kann wirklich Dinge bewegen. Hey, hast du gesehen, wie die Luft vom Ventilator dein Buch aus dem Zimmer geweht hat? Ist doch nicht zu fassen, Bert. Hä? Oh, mir fällt übrigens auf, Bert, dass du gar nicht mehr liest. Natürlich, wie du siehst, hab ich nichts mehr, was ich lesen könnte, Arnie. Weil dieser Ventilator mein Buch weggeweht hat. Verstehe. Aber wenn du jetzt nicht mehr liest, Bert, könnten wir doch auch draußen Beispiel gehen. Warum nicht? Mach doch nicht, Bert!